Ja, es wird nicht leichter. Ich bin immer noch überladen. Geht nicht anders. Dann Ich habe immer noch einen Mega-Faultierpilz. das ist mal kein grüner Mutantenhund. Wie kommt das denn? Ich dachte, es wäre ein Brahmin oder ein Jaguar. Das ist ein Verbrannter. Ja, aber dass die so rote Haut haben, wusste ich nicht. Dachte, Ja, wären die so verbrannte. grün? Genau, verbrannte. Keine grünen? No. Die verbrannte Todeskralle, die ich hatte, war auch rot. Okay. Ja, die sind so ein bisschen stärker. Also die kommen auch wenn bei der Queen beim Event als Ads. Lauter Ah, okay. verbrannte Viecher, alles. Meyerlurk, Queens, allen Mist kommt da angerannt. Okay, cool. Da sind nochmal Also ich Kriegsjahren. meine natürlich, upsie. Oh, und ein verbranntes Mega-Faultier. Okay. Was war das denn gerade? Ich weiß nicht, aber. Als wenn einem schwummrig geworden wäre oder sowas. Ist es das Ja. Faultier eventuell? Ich weiß nicht, Granate. 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 Mal auf damit. Granate. Oh, da hat jemand. Ach nee, das sind aber nicht die Supermutanten. Nee, okay. Oh Wow. Gott, hier, das Megafall hat 44er. Ist gut. Nein! Jetzt, die Explosion hat das alles gerade weggerissen hier. Hey! Au! Von hinten hier, wa? Geht ja wohl gar nicht. Er hatte eine Planke. So. Splittergranate will ich nicht. Und die anderen Supermutanten sind alle wegen der Explosion weggeflogen, na großartig. Oh. Oh, ich habe uns eine Höhle gebaut hier unten, eine Bude. Wie hast du das denn so schnell gezaubert? Ja, Jungs können sowas, sagt das denn? Oh, da, okay. Danke. Nett. Danke. Hättest du am wenigsten eine Decke hinlegen können, ne? Interessant. Das Gatling-Geschütz, das ich habe. Es verwendet die Kerne, aber ich habe jetzt 500 Schuss. Ganze Zeit. Und ich verliere nichts. Oh, Oh, okay. 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 Keine Kerne und so. Okay. Da Also hinten ich. war noch Ist das ein eine normale leuchtender oder eine mit Meyerlurk. Sternchen? Eine normale. Da ist noch ein leuchtender Meyerlurk da hinten. Jetzt habe ich 490, jetzt gehe ich auf Aufladen. Ich verwende keine Energie-Kern-Ding. Boah, das klingt aber auch heftig. Verlieren tue ich nicht. Ich weiß Okay. nicht, ob es ein Bug ist, aber nehme ich. Mal schon eigentlich, also. Ist da oben was zu kochen, Lise? Nee. What Machen die Supermutanten, macht das the auch gar nicht. Was er will, da ist sie. Tja. Hier ist echt gar nichts. Ich dachte, da wäre noch irgendwas Schönes oder so. Nee. Das Megafault ist bis hierher geflogen. Ja, eben. Durch die Explosion. Ja. Ich bin ja schon ein gutes Stück weiter als das Baumhaus. Es kann auch nicht sein, dass niemand hier kocht. Jetzt regt der Hund sich gerade so gewaltig auf. Kann man das gleich mal eben gucken gehen muss. Nicht, dass ich hier noch einen Brecher habe oder sowas. Hört ihr mich noch? Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Hier ist der Detektor. Ich Ich mach das. hatte Lag mehrere, also fast eine halbe Minute, glaube ich. Okay, verbesserter Motor entfernt. Kontrollpunkt erreicht.
Gib Rose das Holoband. Oh. Nein, ernsthaft? Oh. Rose ist doof. Ist sie wieder... Aber... Sie ist wieder beim Top of the World. Man kann versuchen, ob man sie... pflücken kann. Pflücken? Naja, zerpflücken. Rose, meinst du? Yep. Was? Rose ist cool. Was? Reden wir von der gleichen Rose? Ja. Ach, auf die Autos, alles klar. Ja. Wow. Oh, wow. Junge, Junge, Junge. Alter Falter. Sehr cool. Hä? Die hier vorne sind noch rein in die Luft geflogen, oder? Doch. Früher hat man denen das angesehen. Oh, hier liegt Jacob Lerner. Hier ist eine Red Rocket. Verdammt, hier ist auch eine Vorratskiste, aber... Ja. Ich hab es geschafft. Ich muss mal schauen, ob ich da noch was reinkrieg. Reinstopfen kann. Ist hier hinten. Und ich bin auf der ja, hab's gesehen. Ich bin ja bei dir. Waffenwerkbank ist gut. Kochgerät. Ein Kochgerät. Suchst du der Gerät? Der Gerät, genau. Oh, Halleluja. Ich bin jetzt immer das 50er Maschinengewehr los. Ja, und ich krieche jetzt. Ich krieche jetzt auf den Bauch. Und ich muss was trinken. Und ess jetzt das mega Faultier. Hast du jetzt was zum dich hier zu sehen, Kochen Jackie. Gefunden? Oder nicht? Zumindest nicht leben. Nein. Nein, steh meinetwegen nicht auf. Ich sag dir was, ich nehme diese Blumen hier und gebe sie Ella. Oh, Kiste, Gott sei Dank. Von dir. Alles, was du tun musst, ist schlafen. Okay, geliebte Kiste. Abgemacht. Ja, du bist sonst alle zwei Meter. Hat einer ein Lagerfeuer aufgebaut. Ja? Nein, meine auch. Genau, ja. Was? Meine ist auch voll. Ich dachte mir also schon, voll, ja. Ford Soloband. Was ist so schwer? Alles. Das geht auch nicht mehr rein? Wieso geht das nicht? Hä? Ich kann selbst Sachen, die nur eine Gewichtseinheit wiegen, nicht da reinpacken in meine Kiste? Wenn du einen Perk hast, dass irgendwas leichter ist, dann zählt das nur für dich, nicht für die Kiste. Das heißt, es wird dir dann zwar leichter angezeigt, als es in der Kiste wirklich ist. Was? In der Kiste gilt das auch? Nicht. In der Kiste gilt's nicht. Ach so, das heißt, ja, aber... In der Kiste wiegt es schwerer. Aber Mods wiegen doch nur eine Gewichtseinheit, oder nicht? Das ist korrekt. Ja, und ich kann... Ich habe 784 in der Kiste und kann... Kein Mod ablegen. Okay, das ist komisch. Ach, jetzt. Jetzt sind sie drin. Voll bescheuert. Frag nicht. Ah, ich habe ein bisschen was loswerden können, aber jetzt ist meine Kiste voll und ich bin auch wahrscheinlich gleich wieder beladen. Bist du offen? Weiß ich nicht. Hast du noch Bourbon in der Tasche? Nein, den habe ich vorher weggeworfen. Jetzt bin ich wieder inspiriert. Du hast ihn weggeworfen? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Ja. Ich bin in Berkeley Springs einem verrückten Roboter begegnet. Hinter dem Kaufhaus gibt es noch Werkbänke, lese ich gerade. Als ob ich mir diese Bomben holen würde, um sie wie ein ehrbarer Bürger abzugeben. Gucken wir mal. Diese Babys werde ich schön für mich behalten. Die Verkabelung ist etwas durcheinander. Aber das kriege ich hin. Ich muss nur diesen Schalter hier entschärfen. Warte mal, hier ist eine... Oh. Das ist wohl daneben gegangen. Oh, wer hat den Teddy aufgeschlitzt? Ein aufgeschlitzter Teddy? Nein, der hat ein Messer im Bauch, der Teddy.
Wer tut sowas? Grausam. Cafeteria-Tablets. Cafeteria-Tablets. Oh. Plastik. Hallo. Mehr davon. Plastik. Weißt du, und gerade eben, oh, eine Kiste, Gott sei Dank, endlich die ganze Scheiß loswerden mit deinem nächsten Moment. Yay. Plastik. Oh Gott, wir sind nicht zu retten, glaube ich. Nein. Oh. Großartig. So, hinter der Galerie soll noch was sein. Also Werkbänke, wir gucken mal. Also ich finde nichts. Ja, die Sache ist die, was macht man damit? Womit? Mit Werkbänken? Wir werden ja dadurch nicht leichter. Durch die Werkbänke. Vielleicht auch kochen, das hatte ich jetzt eigentlich gedacht. Also. Okay. Ja. Ich habe kann auch das Brandbestienherz roh essen. Hast du 44er? Mm. Dann geht die Kraft der Brandbestien in dich über. Oh ja, genau. Das ist so ein Ritual. Geht aber nur bei. Der das Pferdeherz gefressen hat. Geht nur bei Vollmond und wenn du nackig bist. Ah. Ups. Und hüpfend auf einen Bein links rum. Egal, alles? Egal welches, ja. Ich hab 45 noch in der Kiste, ja. Echt? Ja. Dankeschön. Das hat sie früher nur bei Rüstungsdurchdringung gemacht. Oha. Das sind zwei. Gartenzwerge. Oh, ich hasse Gartenzwerge. Ein blauer, ein roter in einem Kinderwagen. Ja, ich das sind immer mehr. Du findest hier nur merkwürdige Szenen mit Gartenzwergen. Also. Es waren zwei Gartenzwerge. Nein. Es ist noch komischer, die Position, was die haben. Jetzt ja. Jetzt ja. Okay, soweit nicht. Aber man könnte theoretisch reingehen in die Galeria. Ja, hier ist ein Eingang. Gehen wir rein, oder? Oh nein. Wieso, was ist da? Shopping? Also ist nichts Schlimmes drin. Ach so, auch schade. Es ist halt nix. Es ist eine Mall. Ist eine Mall. Genau, so ein Konsumtempel. Ja. Und die passende Musik dazu, die nervt irgendwann. Oh, das hasse ich. Es ist halt. Diese Einkaufsmusik. Genau. Marge, das sieht süß aus mit der Waffe in der Hand. Ey, hey, das ist meine 44er, die ja, ist cool. Ja, das glaube ich dir, aber das sieht so overpowered aus mit der Power-Rüstung. Zerdrückt die nicht. Ja, zerdrückt die nicht, genau. Esser. Nein, das ist, um Gottes Willen, ist doch in Ordnung. So, jetzt haben wir die Quest erledigt mit Rose. Wollen wir da jetzt eben nochmal hin und das abgeben, damit wir das endlich abschließen können? Ich bin schon drin, aber dann ein bisschen Mall oder was? Ja. Achso. Simonovic will shoppen. Simonovic will shoppen? Ja, Saga. Saga spielen. Oh, die Sirenen heulen. Was ist passiert? Oder war das der Gesang von Madel? Ich weiß nicht. Wenn sie sowas Tolles kriegt, Simonovic weiß, was Frauen wollen. Alkohol und Kuchen. Bourbon und Kuchen, ja, genau. Das Thema hatten wir schon. Ist da oben irgendwas, Eismeier? Nö, Schaufensterpuppen. Ja, die sehe ich auch von hier. Ja. Oh, das ist eine Boutique in Wuppertal. Eine Boutique? Eine Boutique? Wellies Boutique. Sample Styles. Credit Moment, Terms. Ist nicht Fallout 4 auch? Was? Welches Boutique? Nein. Da in dem Raum, wo ich bin, der Kühlschrank verkauft und sowas. Verkauft was? Was? Achso, wir sind draußen, Simonovic. Achso. Eieieiei. Ich schmeiß euch ein paar Schaufensterpuppen runter. Ja, mach das. Ja! Da drüben gibt's Pizza und Pasta, Little Italy. Schaufensterpuppen. Yay! So, warte mal, da oben wäre noch. Yay! Oh, da freuen sich die Mädchen! Ja! Und wie? Ich bin weg!
gehasst. Ich auch. Mit Barbie. Ich auch. Aber wenn du dich nicht ausgrenzen... Aber wenn du dich nicht ausgrenzen wolltest, dann ging's nicht anders. Okay, was ist das, eine Werkstatt? Was war das jetzt eigentlich für ein Funkturm, an dem wir vorbeigelaufen sind? Gar nichts, du konntest auch gar nichts mit dem Funkturm machen, soweit ich das gesehen habe. Okay. Ih, hier sind Kröten! Leuchtende Red-Kröten. Beanspruche die Werkstatt. Ja, ich will die nicht beanspruchen, aber ich wollte es eben. Ah, ih! Ah! Nimm deine Zunge weg! Haben wir eigentlich irgendwas Spezielles vor? Rennen wir einfach. Nein, ich hatte gerade gefragt, ob wir eventuell zu Rose wollten. Ach so. Ja, können wir auch machen. Ja, nicht? Ja, voll. Ist okay? Willst du die nicht loswerden, die Quest? Schauen irgendwie. Da müssen wir nicht. Beanspruche die Werkstatt Gutshof Dabney. Fahrrad gibt's hier. Lederrüstung. Ne, 13er brauchen wir nicht. Ich höre noch mehr Kröten. Da. Ich hörte noch mehr Kröten. Diese Einkaufsmusik, die stört. Deswegen sind wir nicht reingegangen. Richtig. Weil wir gewarnt wurden. Einkaufsmusik. Also Kopfschmerzen kriegt man schon. Aber hier muss es doch eine Kochstelle geben. Im Haus vielleicht? Ich guck mal. Ja. Sieht nicht so aus. Ne, hier gibt's negativ so gut wie gar nichts mehr. Ja, aber das sieht ja nicht so ungewöhnlich, eine Kochstelle. Himmel, der Gott, Arschen zu ihren. Wir suchen jetzt eine Kochstelle. Ja, was denn? Ja, ich bin Kreuzfix Dive, wenn du mal. Immer her und Arsch und Zwirn, so. So, Vater. Was eigentlich, müsste man nur selbstgebrannten Obstler trinken? Ich. Da fehlen dir die Worte. Grummel, grumm. Mr. Sun, schön, dass du da bist. Dir auch einen schönen Abend. Hey, Mr. Sun. Hallo, Mr. Sun. Guten Abend, ihr Bots im Chat. Ja. Ich bin ein Roboter. Ich krieg doch das Schloss nicht auf, ey. Was? Jetzt. Nur eine Werkbank, aber nichts zum Kochen. Ja, dann können wir ja auch... was wollen wir jetzt überhaupt machen? Wollen wir noch weitergehen, oder? Ja, wir können gern zu Rose gehen. Da sind doch bei ihr da in Top of the World sind doch ganz viele. Das ist ganz viel auch was zum Kochen. Stimmt, genau. Möglich, ja. Pass auf. Gut, dann gehe ich mal hin und... Ich bin schon. Ach so. Ich bin schon. Dann komme ich zu dir. Ja, dauert einen Augenblick. Lädt ja bei mir noch ein bisschen länger. Ich habe mal schnelle Reise angegeben und mal schauen, wo ich rauskomme. Okay. Oh, oh. Ob ich dazwischen irgendwo rausgeworfen werde. Eine Session der Bierschwestern. Ja. Bald werden es die Bourbon-Schwestern sein. Ey! Gibt's auch einen Bourbon-Hut? Ja. Bourbon-Hut, ja. So mit drei Flaschen. Oh. Und dann schön durch den Strohhalm. Ja, ja. Also, so muss das. Ja, Ladebildschirm und sonst so? Aber ich bin schon da. Echt? Entschuldigung. Ich bin auch schon da. Konntet ihr euch dahin zu mir oder was? Aber dein Name ist auch schon da. Mein Name ist schon da. Dein Name ist auch schon da, genau. Ja, der eilt allem voraus, mein Name. Ich sehe nur, er ist in meiner Luft hüpfen mit seinem Jetpack, ey.
Blutkäfer. Ah, wieder. Ich hab's. Ist besser als Zecken. Nein. Ich hab mir Parasiten eingefangen. Na, vielen Dank auch. Toll. Danke, Rose. Du bist schuld. Ich hab Parasiten. Ja. Ja, ich auch. Na? Ja. Das hört sich jetzt nach einer längeren Liste an. Ja, ich dachte auch, jetzt kommt ja auch was. Ich dachte auch, ich hätte eine längere Liste. So. Aber es war dann... Beule, Hirndröhnen. Kranker Blutkäfer. Ja, das hat alles schon aufgehört. Hä? Okay, warum auch immer. So, Rose, du dumme Nuss. Was für eine Enttäuschung, dass meine Bandenfreunde so einen Müll in ihrem Versteck zurückgelassen haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet What habe. What the Hitman Blutkäfer. Es ist schon irgendwie lustig, dass sie dann irgendwann noch wieder ein normales Leben führen zu können, nachdem die Welt zerstört wurde. Oh, für mich? Wie aufmerksam! Die größte Herausforderung, höre Rose zu. Scheint kein yep. Virus zu sein. Ich könnte es genau auf... Oh, wissen Sie was? Ich könnte ein bisschen Aufregung vertragen. Ja, Dipp. Sehen Sie, blödes Weib. Dass dieses Mädel was drauf hat. Wie schon erwähnt, kann ich die Raider nicht neu aufbauen, wenn hier überall Verbrannte rumkriechen. Und es ist ja nicht so, dass ich hier mein Leben riskiere. Ein sehr erfreulicher Aspekt. Sieht aus, als hätten wir eine Abmachung. Was für eine Abmachung? Ich nehme Ihnen das Verbindungsgerät ab. Abby hat Anweisungen zum Einbau gegeben. Nicht, dass ich sie bräuchte. Nein, kehrt zu Abbys Bunker zurück. Aus dem Schneider. Ihnen bleibt wohl ernsthaft? Ja. Zurückzukehren für die nächsten Schritte. Ernsthaft? Ja. Blödes Weib. Endlich ist die Mission erfüllt. Dieses Weib hasse. Du, dies macht das. Schwein. Nee, das ist eine Zigarrenkiste, okay. In der mittleren Etage sind die ganzen Dingsbums. Ja, ja, ich hab da schon mal freigeräumt. Zwischengeschoss, okay. So. Das ist schön, weil da sind ganz viele Verbrannte. Boah, das nervt. Aber dass das noch nicht zu Ende ist. Ist das eine Dauerquest mit Rose? Ja, das ist die Hauptquest, ne? Ist das die... Ich stehe ganz viel Bourbon rum. Komm schon! Halt das Magen fest! Komm schon! Stimmt! Oha! Tja, Madel. Nee, pack das weg! Wäre eigentlich ich lade. Besser, ne? Wehe! Also, ich weiß nicht, was du hast, Eismeier. Hier steht überhaupt kein Bourbon rum. Nee, hab ich mich verguckt. War es eine leere Flasche? Hier ist gar nichts. Ja, ja. Wo denn? Wo denn? Hier ist nichts. Wo? Nein, nein, wo? Hier ist nichts. Ach, ich habe Nährstoffentzug, verdammt. Da muss ich ein Heilmittel nehmen. Das ist schon wieder. Heilmittel, wo bist du? Da bist du. Hier muss doch irgendwo eine Kochstelle gewesen sein. Ist auch, garantiert. Hier waren alles mögliche an Bergbänken und hier ist auch garantiert eine Kochstelle. Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, aber jetzt bin ich unsicher. Ich habe eine leere Whiskyflasche gefunden. Kein Bourbon? Nein. Die stehen doch hier auf dem Tisch. Oh, ich sag's. Nee, nein, hier steht nichts. Wir wollen das da nicht unterstützen. Okay, hier ist ein Laden. Wo sind denn die ganzen Dinger? Mensch? Verdammt! Kommt kein Kuchen raus. Hier ist schon mal eine Bastelwerkbank. Das ist richtig gut. Ich guck mal, ob ich noch Muni machen kann. Ich schau mal, ob hier draußen irgendwas war. Weil ich an Kochstelle kann ich mich an keine erinnern. Doch, doch,
Aua! Da bist du. Ich bin sicher gegen das Wasser zu neigen. Brauchst du welches? Jetzt stirb doch, Mills! Ich hab gerade getrunken, reicht erstmal, aber... Hier sind Waffenwerkbänke. Brauchst du keine Welt? Weil Fleisch liegt hier überall rum auf den Zollen, ne? Aber... Ja. War es echt nicht so? Kochen. Das ist ja doof. Mir war echt so, als wenn hier alles vorhanden gewesen wäre. Vor allen Dingen, hier sind ja auch, Restaurants, ne? Also Kaffee und all sowas. Ja, da wartet genau, man. Ja. Hier ist eine Laborstation. Kuchenautomat. Eine Kochmütze. Ja, siehst du, ist alles vorhanden, aber ja, keine Kochstelle. Rüstungswerkbank ist hier. Das ist nicht wahr. Das ist doch doof. Das tut mir jetzt leid. Ich dachte echt, das wäre hier. Wir werden jämmerlich verhungern. So, wie sieht's aus mit den Waffen? Muss ich was reparieren? Na, hier draußen irgendwo eine Kochstelle? Geht sogar noch. Ich habe Wein gefunden! Edge! Aber da stand wirklich Bourbon rum, also ich kann das bestätigen. Ich habe Wein gefunden, hab's wirklich gern. Das sowieso! Das kannst du gar nicht verhindern. Oh. Oh. Und ich hab Rum gefunden! Yay! Ich meine. Wow, ich hab schäbigen Rock gefunden. Oh, Rumkugeln, ey. Rumkugeln ist immer gut. Egal wie, ne? Ja. Ich nimm den mal. Warte. Ach, das ist Whisky, verdammt. Ah. Ich hab schon meinen Rum. Maha. Kriegstrommeln. Okay. Tja, keine Kochstelle. Das ist natürlich doof. Nope. Keine Kochstelle. Oh, 556er, sehr gut. Keine Kochstelle, ne? Nee, absolut nicht. Fury, alles klar. So, wo müsst ihr hin? Zu Ellas Bunker, ne? Abby. Abbys Bunker. Oder Abby. Abbys Bunker, ach, da genau. Das geht von hier aus. Aber da war auch keine Kochstelle. Wollen wir in irgendein Lager vorher und geht den Scheiß mal verkaufen? Ich wollte gerade sagen. Jetzt nach Hause. Ja, dann kommen wir doch gleich mit, ne? Ja, komm mal mit. Ich habe aber nicht aufgeräumt. Wir gucken nicht so genau hin. Oh Gott, der Horror, ey. Plötzlicher Besuch. Ich habe nicht aufgeräumt. Ich habe mein Bett nicht gemacht, oh Gott. Das geht gar nicht. Das sind wir von Jungs gewohnt. Ja, ist egal. Jetzt gehen wir zu Eisenmeier. Nach Hause. Ja. Und dann können wir da auch bestimmt was kochen. Hast du denn einen Herd, Eisenmeier? Der hat nur eine Mikrowelle. Fusionsbetrieben, ja. Fusionsbetrieben, oh cool. Guten Tag. Aber schön hast du es hier. Ich habe auch eine Flasche Bourbon mitgebracht. Ja, ist eine Bottle Party. Ich sag's gleich, meinen Rum kriegt's nicht. Ah ja, das ist gut. Ich glaube, dann gucke ich da nochmal eben dran. Bisschen die Power-Rüstung lüften. Ah, das ganze Brandbestenzeug ist alles schon verschimmelt. Schade. Echt? Oh, das ist ja ärgerlich. Weißt du, jetzt sind wir die ganze Zeit mit dem schweren Zeug durch die Gegend gerannt. Ach, geht nicht. Jetzt fehlt mir echt wieder Stahl. Ich hasse es. Sache 11, verdorbenes Fleisch. Ja. Okay. Ja, ist nicht schlimm. Das macht nichts. Das war nur für eine Reparatur, aber das ist nicht wichtig. Ah,
Ach nein, jetzt steige ich wieder ein. Ich wollte doch noch kochen. Nochmal aussteigen. Das Megafaultier-Fleisch ist auch schon vergammelt. Das ist so unnötig. Irgendwie. Nee? Dass das so schnell verdirbt, oder was? Ja. Ich guck mal bei mir ja, jetzt. Ja, dieses Pseudo... Eine gebratene Ameise kann ich machen. Faultier kann ich noch machen, eins wenigstens. Ja, mein ganzes Brandbestienzeug ist, glaube ich, auch hinüber. Ja, es hält leider nicht lange. Ach, das ist doch doof. Dafür schleppt man den Mist mit. Ich habe ein super Stimbag-Rezept. Wow. Titanenfurt Staubgefäß Würgepflanzenschote. Nee, geht leider nichts. Schade. Also Würgepflanzenschote ist Sumpf. Mhm. Und dieses Staubgefäß, keine Ahnung. Eismeier, hast du einen Mülleimer hier? Nee. Ich weiß einfach zum Fenster raus. Oh, warte mal. Ich glaube nicht, dass Eismeier so aussieht. Bleib mal so. Was? Ich glaube nicht, dass du so aussiehst, wie du jetzt aussiehst. Warte mal, bleib mal bitte. Wie sehe ich denn aus? Ich kann das wahrscheinlich jetzt nicht mal eben so auf Discord teilen. Nur ein Foto davon. Gott. Ich glaube nicht, dass der Charakter so aussehen soll. Das ist ein bisschen Slenderman-mäßig. Madel, du kennst das? Ja. Ich weiß schon.